Vom 10. bis zum 20. August war Nora zu Mayotte. Hatte das ganz viel schöne Bilder und Impressionen von Heimat gebracht. Hat war aber dann nicht mehr in der Vakanz. Was genau du los war, gesehen am nächsten Reportage. Ich bleibe auf einer wunderschönen Tropeninsel. Wer will das schon nicht? Ich hatte diese Sommer die Chance, auf Mayotte zu reisen. Mayotte, mal wen oder was, wurde ich bestimmt gerade. Mayotte ist eine Insel von rund 380 km², die am Indischen Ozean, mehr genau gesagt am Nordwesten von Madagaskar, liegt. Die Insel, die zum Archipel von den Komoren gehört, also französisch Überseedepartement und gilt sogar als Ege-Region. Dadurch, dass Mayotte zu Frankreich gehört, also doch ein Teil von der EU, wird mich auch schon zum Grund für meinen Aufenthalt dahin bringt. Am Kader von einem Erasmus Plus Projekt habe ich diesen August das wunderschöne Insel dürfen entdecken. Dieser kulturellen Austausch wurde organisiert vom Escher Tauchclub, dem Point for Jeunes sowie dem Escher Jugendhaus. Mahaba. Mahaba. Le souvenir. Ma. Mahaba. Mahaba. Yeah. Die Projektungen hat das Motto Exchange to Change. Da denken die sich vielleicht, ja gut, das ist ein Teil von Frankreich, das wird dir doch kein großer Kulturschock geben. Aber das ist falsch, au contraire. Zu den ersten Gefühl, an Afrika zu sehen, wie ein Teil von der Europäischen Union. Für das der Sinn vom Projekt besser verstehen könnt, erklären uns heute die verantwortlich, was der Bit von diesem Projekt war. Que le projet d'échange Mayotte-Luxembourg, c'est un projet qui est né l'année dernière, donc une volonté de Subaqua et du CRIJ ASBL. C'est un projet d'échange entre jeunes de Mayotte et jeunes de Luxembourg. Donc on voulait faire un échange européen, mais partir loin pour voir un peu ce que c'était l'Europe, loin du continent européen en fait. Donc le but du projet, c'est vraiment de faire échange, accueillir les jeunes de Luxembourg ici à Mayotte pour un temps. Et puis en deuxième temps, les jeunes de Mayotte viendront aussi découvrir le Luxembourg. Mais c'est vraiment partage de culture. Et pouvoir donner la possibilité à ces jeunes-là de pouvoir aussi découvrir l'Europe continent, du fait qu'ils sont une île et qu'ils n'ont pas cette opportunité-là au quotidien. Aber wie so oft bei so einem Projekt hat natürlich nicht alles geklappt. Je suis très contente du déroulement du projet. Tout n'était pas comme planifié, tout s'est pas bien passé, ce qui dans un projet c'est jamais le cas. Il y a un choc culturel qui est très important entre les jeunes luxembourgeois et les jeunes maorais. C'est pas toujours simple. Au niveau des jeunes luxembourgeois, on avait des jeunes qui étaient très différents. Donc on avait des jeunes qui étaient issus de milieux moins favorisés et puis des jeunes luxembourgeois issus de milieux plus favorisés qui ont l'habitude d'un autre luxe et puis d'avoir d'autres moyens que ce qu'il y a ici. Donc c'est vrai qu'au niveau de la gestion du quotidien, c'était pas toujours évident. Ici à Mayotte, on fait la vaisselle à l'eau froide, on mange toujours du poulet et du riz, enfin, on en mange beaucoup. Il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de magasin, H&M ça n'existe pas, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas. Donc je pense que ça a été vraiment un choc pour des Luxembourgeois et ça n'a pas toujours été simple pour tout le monde. Il y a eu quelques petits dérèglements, mais heureusement on a pu les rattraper par la suite. Alors on a voulu, comme c'est un premier séjour, on accueille des gens qui viennent de très loin. On a voulu partager un maximum, montrer notre île au maximum. Mais on a été gourmands, je pense, parce qu'il n'y a pas eu du coup suffisamment de temps pour tout vivre pleinement comme on aurait souhaité. Ça a été très speed, très court, mais voilà. Sinon, deuxième difficulté, peut-être que c'est comme c'est un groupe qui y a des mineurs et des majeurs mélangés. Donc c'était un peu par moments délicat à gérer. Mais l'équipe est soudée, on pouvait tout compter aussi autant sur les encadrants maorais que luxembourgeois. Donc ça a été bien au final. Maintenant au niveau du déroulement du projet, il y a eu des échanges très très forts qui ont été faits avec les jeunes. Hier soir on avait la dernière soirée, donc les jeunes ont énormément échangé entre eux. Bon, on a fait beaucoup d'échanges, on a cuisiné ensemble, on a passé toute la soirée, il y avait des rires, ça parlait partout, il y avait énormément de bruit. Donc ça, quand un groupe de jeunes ça fait du bruit, c'est très bon signe. C'est quand c'est
calme qu'il faut s'inquiéter. Donc l'échange était très positif. On nous a fait découvrir l'île de Mayotte de manière merveilleuse. On a été super bien accueillis. On a vu énormément de choses magnifiques qu'on n'a jamais l'occasion de voir chez nous. Et humainement, il y a des choses très très fortes qui se sont passées. Moi, je suis très heureuse de ce séjour. Im Programm stunden ganz viele Aktivitäten für uns die Insel vorzustellen. Meine persönlichen Highlights waren viele von Mont Chungi, die mehr herumgekraxelt sind, die wunderschöne Natur, die Magien, die Schildkröten, mit denen wir tauchen konnten, die Schlüpfe von den Babyschildkröten, wie auch den Tauchgang bei wunderschönen Korallenriffen. Und die Sichtung von über 400 Delfinen. Und nicht nur mehr hat das Projekt gut gefallen, mais auch den anderen Jungen, die auch mit dabei waren. Ce séjour m'a beaucoup plu, car les attentes, ce de quoi je m'attendais, ont été répondues. J'ai connu des personnes formidables et ça permet tout autant d'avoir une autre vision de ces personnes-là. Ces personnes que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais vu qu'avec eux, le fait est de vivre avec eux, on prend conscience de comment les gens y vivent et c'est vraiment quelque chose de formidable. Auf dem Haufen Land, weil das Land ist ganz flott. Ich meine, wenn du aus Lützburg kommst, dann bist du noch nicht gerade so in touch mit den Palmen, mit der ganzen Vegetation, die es da ist. Auch die Plagen und alles. Das Land ist wunderschön. Aber auf der anderen Seite gesehen, da war auch viel gut mehr bei uns zu empfangen. Weil die Fassade ist wunderschön, aber die Leute haben wirklich viele Probleme. Auch wenn sie eben verschiedene Sachen, zu viel Schaumarsch, zu doof vom Schaumarsch. Auch, ich meine, mit dem Knaschen, das ist ein ganz großes Problem auf der Insel. Es gibt immens viele Probleme. Und wir Touristen, die hierher kommen, sehen auch diese Fassade. Die sehen süß, die schönen Bilder, die schönen Blumen, die schönen. Mit Recht, was dann drunter steht, das kann ich selbst lernen, wenn ich wirklich so ein Projekt möchte, dass ich auch wirklich mit den Leuten aus Nähe setzt und mit denen schwätzt. Und dadurch auch viel vom Land lernt. Ça m'a beaucoup plu parce que grâce à cette initiative, à ce projet Erasmus+, ça m'a permis déjà de découvrir mon île que je ne connaissais pas. J'ai découvert plein de choses, que ce soit les plages ou d'autres des lieux plus connus par les touristes que les habitants locaux. Le projet en sich gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir waren là heute 10 Tage zu Mayotte. Es waren 10 Flottisch, wir haben ganz viel entdeckt und das ganz flott, um mit anderen Leuten einen Echange zu machen. Wie wenn ich zum Beispiel einen Echange an der Schule möchte, dann ist das meistens mit Deutschland oder so. Das heute noch zu Frankreich, aber trotzdem, wenn ich die Leute hier gesagt habe, die sterben aber viel von den Afrikanern auf. Also hier ganz Mentalität, hier Lebensart, weil das erinnert ihn aber ein bisschen mehr an Afrika wie an Frankreich. Wenn ich heute dann zum Beispiel mit dem Bus durch die Straße fährt, sei denn das ganz. Also es konnte sich an denen ziehen, die schon ein schönes Bild machen von dieser schönen Insel. Und ja, das war eigentlich das, was mir in diesem Projekt ganz gut gefallen hat. Das Projekt ist super. Für was? Weil wir sie bleiben als Kadra wirklich eine dynamische Equipe, eine dynamische Matarbeit, ein Echange. Für uns ist ein Echange wichtig, weil wir merken alle gut, dass es zu Konflikten kommen zwischen Ländern, die sich nicht kennen. Wir probieren mal schon den Dialog, Kommunikation aufzubauen als echt. Dann auch, dass die Leute sich dann umdenken, wissen auch über die Probleme von einem oder den anderen, dass man mit denen lernen, zusammen zu schaffen, zusammen zu denken, zusammen mal sich eine Idee zu machen, was Zukunft ist, für Eisländer wie die anderen Länder. So ein Projekt für mich ist unbedingt ganz wichtig für alle Guten, weil eben das Beste für etwas kennenzulernen ist eben zur Platz und auch an der praktisch dabei zu sein. Für den Rest, ich meine, es sind andere Leute, die könnten dabei nach einer Sache so und schon nicht so viel Platz. Kussi, ciao. Am 20. August sind wir dann zu Lützburg gekommen. Das Projekt ist allerdings noch nicht fertig. Am Dezember kommen neue Kollegen, also Lützburg, besichern.